Hallo, hier bin ich mal wieder. Ich muss jetzt ganz schnell reden, weil das Video leider total kurz ist. Und zwar waren wir ja zum Trainingstag in Prusendorf. Ich habe echt überlegt, ob ich euch das Video und die Ausschnitte dazu überhaupt zeige. Aber ich wollte euch ja doch von allem berichten, deswegen zeige ich sie euch. Ich muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht leider von dem Tag. Also eine Freundin von mir, die uns danach auch geholfen hat netterweise, war halt in den Gruppen vor mir. Und die haben sich richtig gut abgesprochen. Es gab ja auch vorher einen Plan, dass mal vier Leute gleichzeitig in der Halle sind und da kann man sich ja richtig gut absprechen. Jetzt machen wir zuerst die Sprünge jeder und dann die und am Ende Parcours. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Leider, als wir dann in der Halle waren, herrschte irgendwie Chaos, weil alles im Verzug war. Bei uns waren sieben Pferde gleichzeitig in der Halle. Jeder ist irgendwelche Sprünge geritten. Mir ist auch jemand vor die Füße geritten. Es war oftmals so, dass du halt, da sieht man das nämlich genau. Ich habe laut natürlich vorher geschrien. Also man hat natürlich geschrien. Grüner Ochser frei, aber es war einfach so chaotisch und es hat sich leider auch in meiner und auch in Mellas reiterlicher Leistung halt einfach gezeigt, dass wir einfach beide schlechter waren als sonst, weil man immer gucken musste, wo sind die anderen gerade, was machen die anderen gerade so. Und ja, deswegen war ich leider ein bisschen enttäuscht, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich war trotzdem zufrieden, dass Quintino alle Sprünge nochmal gesprungen ist, denn bei dem Turnier in Prusendorf hat es ja nicht funktioniert, da bin ich ja beim ersten Sprung runtergeflogen. Dafür war es auf jeden Fall gut, aber ja, also ich hätte es halt super gefunden, wenn es dann durchweg besser organisiert wäre. Ich glaube, das ist aber natürlich auch schwierig. Am Ende konnte jeder von uns dann noch einen schönen Parcours springen. Es war aber natürlich schwierig, das zu filmen. Einfach aus dem Grund, weil da so viele andere Leute waren, die wir natürlich nicht einfach filmen dürfen. Deswegen nur so ein kleiner Zusammenschnitt. Ich denke, so als Erfahrung war es auf jeden Fall gut und ich finde es super, dass es angeboten wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach schwierig ist, das zu organisieren, dass dann wirklich da vier Leute sind. Danke, Michaela, für deine Hilfe. Das hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!